Hey Leute, willkommen zurück zu Let's Play Mario und Luigi Paper Jam Bros. Ich habe ja das Gefühl, dass wir sehr bald wieder einen Kartonkoloss-Kampf erleben werden, denn Toadette ist schon hart am Überlegen, wie denn der nächste Kartonkoloss von uns so aussehen könnte. Und ich bin schon sehr gespannt, wann es dann der Fall sein wird, denn ich glaube, dass uns gar nicht mal mehr so viel fehlt. Ah, ist sehr gut, okay. Ich habe mir schon gedacht, dass da vielleicht eine Cutscene oder ein Gespräch oder sowas kommt, deswegen habe ich dann am letzten Part beendet. Und ich hatte recht, ich bin mal nicht in eine Cutscene reingelaufen oder in einen Boss, unfassbar. Okay, Zeit zu gehen, Euer Hoheit, wer auch immer das sagt. Ah, da ist auch... Ach so, okay, das ging schnell. Kaum habe ich es erwähnt. Okay, also wenn ich da im letzten Part noch reingelaufen wäre, wäre noch ein Kartonkolosskampf gekommen. Also gut, dass ich das nicht gemacht habe. Es ist an der Zeit, dass wir zur Festung eures Vaters zurückkehren. Ich will aber nicht. Und außerdem warst du es, der mir gesagt hat, ich soll hier spielen. Das stimmt schon, aber... Wir haben euch doch schon erklärt, dass Mario und seine Freunde jeden Moment hier sein werden. Ist mir egal, bin noch nicht fertig mit Spielen. Und außerdem habe ich keine Angst vor Mario oder einem seiner komischen Freunde. Jetzt, da ich diesen obergenialen Kartonkoloss besitze, habe ich vor gar nichts mehr Angst. Ha, jetzt seid doch vernünftig. Seht ihr, was habe ich euch gesagt? Jetzt müssen wir uns auch noch hierum kümmern. Ah, Mario, dein Timing könnte perfekter nicht sein. Wir werden mit diesem Kartonkoloss einen Testlauf durchführen. Über dein Gesicht drüber. Okay. Das ist ja aber eine heikle Situation. Wo steckt noch Toadette mit der Kartonkoloss, an dem sie gearbeitet hat? Hier sind wir, hier drüben. Ah, sehr schön. Oh, Peach, oder? Zuerst einmal möchte ich euch für eure Geduld danken. Bereitet euch seelisch vor auf... Das! Here I go! Ja, Kartonkoloss Peach. Sehr schön, wir hatten jetzt schon Mario, Luigi und Peach. Und auf der Gegnerseite hatten wir schon Goomba, Kamek und jetzt Bowser Jr. Was wird da wohl noch alles kommen? Ich bin gespannt. Ja. Ah. Sieht sehr interessant aus auf jeden Fall. Vor allem auch der Zopf noch hinten. Auch sehr schön. Gut, dann weiterer Kartonkoloss-Kampf. Kartonkoloss Peach. Sehr schön. Und, oh, auf einer Eisfläche. Heißt das, dass ich da rutsche? Wahrscheinlich schon. Und Mecha-Koopas sind jetzt auch hier, okay. Ich bin mal gespannt. Aber erstmal wieder aufladen. Während eines Sprints öffnet Kartonkoloss Peach ihren Sonnenschirm, setzt sie ihn zur Abwehr von Geschossen ein. Aha, okay. Also wahrscheinlich kommen hier auch Spikes oder sowas dann vor. Und jeder Kartonkoloss funktioniert auch ein bisschen anders. Das ist sehr interessant. Kartonkoloss Peach öffnet ihren Sonnenschirm auch, wenn sie geworfen wird. Dies macht es möglich, sie noch weiter zu werfen. Ah, okay, die kann ich weiterwerfen als die anderen, okay. Drücke während eines Sprungwurfs kurz vor der Landung auf einem Gegner A, um zusätzlichen Schaden zu verursachen. Okay, die Kartonkoloss-Kämpfe werden wirklich immer interessanter. Ja, okay, aber erstmal, wie gesagt, aufladen. So. Okay, das ist sehr einfach. Immer zweimal und dann viermal. Ja, das sollte machbar sein. Exzellent! Okay, passt, sehr schön. Gut, dann gehen wir mal ein bisschen ab. Ist sie auch schneller als die anderen? Kommt irgendwie so vor. Oh Gott. Bam. Okay, jetzt kann ich zurücksteuern. Ja, okay, verstanden. Machen wir nochmal. Mein lieber Spike. Los, schieß. Okay, ich kann sogar von hier aus werfen. Das ist cool. Ja, du musst schon ein bisschen gerade schießen, ne? Okay, passt. Und Sprungwurf. Und, achso, okay, ich muss schon in der Luft drücken. Ich dachte, ich müsste erst dann drücken, wenn ich ihn berühre. Ich muss schon kurz vorher in der Luft drücken. Ja, okay, alles klar. Habe ich jetzt verstanden, glaube ich. Ja, Hilfe, Hilfe, Hilfe. Jetzt wieder die Umdrehtaktik natürlich. Ja, und jetzt aber... Und? Das habe ich... Okay, ich glaube, jetzt habe ich einfach zu früh gedrückt. Keine Ahnung. Da muss ich mich auf jeden Fall noch dran gewöhnen. Das ist nicht so einfach, wie es aussieht vielleicht. So, greif mal an. Los, tu es. Ja, nicht so nah ran, du Idiot. Ja, oder so geht natürlich auch. So, jetzt aber. Wartet. Und jetzt. Bam! Oh, mit einer Stampfattacke gleich. Sehr schön. Okay, cool. Münzen kann man sogar hier auch sammeln. Und das sind sogar 50er und 100er sind. Das war auch sehr cool. Die will ich auf jeden Fall kurz haben. Was ich übrigens mittlerweile auch gelernt habe über die Kartonkoloss-Kämpfe, wenn ich mit einer, oh Gott, wenn ich mit einer Attacke einen Gegner besiege, dann verschwende ich mit dieser Attacke nicht meine Anzeige. Also die lese ich danach wieder auf. Achtmal rechts unten. Ja, okay, jetzt habe ich ihn nicht besiegen können. Auf jeden Fall, wenn ich den jetzt besiegt hätte mit der Attacke gleich, dann hätte ich meine Energie, die ich für die Attacke eingesetzt habe, wieder zurückbekommen. Das ist also auf jeden Fall auch sehr nützlich, das Ganze. So. Und bam, der stirbt. Jetzt passt er auf. Schaut rechts unten. Jetzt habe ich wieder ein bisschen was zurückbekommen. Genau das meine ich eben damit. So, aber den kann ich jetzt sogar so, oder kann ich den, ja, nee. Kann ich doch nicht ganz so killen. Der ist mir ein bisschen... Der wird mir... Ja, obwohl, doch, kann ich schon. Weil der hat nicht mehr so viele Leben. Ich mach das jetzt mal so schnell. Ja, jetzt ist er eh verwirrt. Noch zweimal ungefähr mit dem Sprint, dann ist er auch schon tot. Genau, passt.
Und ich kill mal. Oh Gott, da sind sogar Stacheln. Okay, das ist sehr interessant, aber ich lade mich mal kurz wieder auf schnell, bevor ich gleich weitergehe. Ich meine, wenn ich hier noch Ruhe habe, soll ich das auf jeden Fall auch nutzen. Weil wenn dann gleich Bowser Jr. kommt, wird ein bisschen mehr wahrscheinlich los sein als jetzt noch. So. Wir sind ja auch gleich wieder voll. Perfekt, okay. So, das wieder. Aber wie komme ich denn jetzt hier eigentlich? Okay, ich muss hier außen rum gehen. Das ist sehr interessant. Also die Spikes können mich natürlich von überall angreifen, auch so ziemlich, weil die können ja über die Stacheln einfach drüber schießen. Aber ich komme da halt als Peach nicht drüber. Das war übrigens sehr knapp. Ich habe es auch noch rechtzeitig geschafft. Und Stampfattacke. Bam. Und es zieht auf jeden Fall die Hälfte der Leben ab. Also noch ein weiteres Mal, dann stirbt er auch schon. Das ist ein bisschen nah dran wieder irgendwie, mein Lieber, aber okay. Und bam. Okay, passt. So. Und wieder Sprungwurf. Bam! Exzellent! Und wir kriegen wieder ein bisschen was zurück. Sehr schön. Ich glaube, man kriegt sogar immer ein bisschen mehr zurück, wenn man einen Gegner tötet, als das, was man eigentlich hergegeben hat für die entsprechende Attacke. Glaube ich zumindest. Okay, so wir ein bisschen Geld hier. Ja, sehr schön. Und Hallöchen, welcher Koopa? Kann ich dich auch wieder von hinten treffen und umwerfen? Ja, kann ich. Sehr schön. Und nimm das! Ah, da oben ist auch eine Münze, ist mir gerade aufgefallen. Wie komme ich denn da hin? Irgendwie in der Luft? Okay, muss ich die mit Sprungwurf dann kriegen oder wie? Das ist ja interessant. Und kommt jetzt schon Bowser Jr.? Ja, offenbar. Hallöchen. Kartonkoloss Bowser Jr. Okay. Schaffen wir aber. Ich bin schon gespannt, wie die jetzt angreifen. Denn das ist ja auch wirklich so, dass jeder Kartonkoloss-Gegner immer andere Attacken hat. Und andere Prinzipien, auf die ich mich einstellen muss. Versucht doch uns zu schnappen. Schaffen diese Pfeifen doch sowieso nicht. Ach ja. Okay, haut der jetzt. Der haut einfach ab. Ach, kann ich da drüber rennen? Warte mal. Ach so, okay. Ich kann da drüber rennen. Okay, wir machen jetzt ein Wettrennen. Ich muss den einholen im Prinzip. Das ist witzig. Ja, warte kurz, aber jetzt noch nicht ganz. Dann gleich in der Kurve wieder. In der Kurve konnte ich gerade einiges gut machen auf jeden Fall. Weil ich da die Kurve viel, viel enger genommen habe als er. Und jetzt. Nein, ich getroffen. Verdammt, okay. Oh, da ist ein Mecha-Koopa auch wieder. Okay, ich muss so ein bisschen das besser abtimen. Ja, und das hat jetzt irgendwie geklappt. Keine Ahnung. Hier ist gerade ein bisschen sehr viel los wieder. Und bam, und da oben ist noch so eine Münze. Ich will die haben. Krieg ich die nur mit Sprungwurf? Warte mal. Hier so. Tatsächlich, ja, das ist ja fies. Okay, dann muss ich eine Attacke hergeben und einen Sprungwurf machen. Nein, das werde ich an. Nein, 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 lass mich. Nein, 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 ich wollte doch nur die Münze holen. Da macht er einen Sprungwurf, der Herr Koopa, ist ja auch interessant. Ja, nee, aber so nicht, mein Lieber. Du stirbst mal bitte. Bam, okay. Ist ja schon mal weg. Vielleicht kann Bowser Jr. Mecha Koopa spawnen lassen. Das weiß ich jetzt nicht. Da habe ich nicht genau genug drauf geachtet. Auf jeden Fall, das ist so eine Art Wettrennen, was wir hier machen müssen gegen ihn. Und das ist sehr witzig, weil immer in den Kurven ein bisschen was rauszuholen, ist eben auf jeden Fall nicht schlecht. Ist ja schon getroffen. Ist jetzt verwirrt? Nee. Okay. Wir müssen ihn einfach einmal treffen und dann will er uns angreifen. Und dann können wir ihn auch erwischen. Wenn wir einfach schneller sind als er, genau. Und während er seinen Angriff aufladen will, ihn dann umwerfen und dann einen Sprungwurf machen. Bam. Sehr schön. Ist auf jeden Fall wieder sehr cool. Aber noch zu einfach. Denn ich hoffe, dass er jetzt noch was anderes machen wird, aber es sieht ja auch so aus. Okay, was ist das jetzt? Das ist so verdammt schnell. Als macht er hier alles zu Schnee. Sind wir im Schnee langsamer, oder wie? Nee, nicht. Oh Gott. Okay, hier so durchhilft, muss ich die zurücksteuern auf ihn? Wahrscheinlich. Bam. Ah, nee, ich kann die einfach zerstören, okay. Und da sind Spikes auch wieder. Oh Gott, aber ich kann die auch auf Bowser Jr. werfen. Dann ist er verwirrt und dann kann ich einen Sprungwurf machen. Das ist auch sehr witzig, okay. Also Spikes sind jetzt auch wieder zwei neue aufgetaucht hier. Und ich muss mich übrigens langsam mal wieder aufladen, fällt mir gerade auf. Ich mach's mal schnell. Ich glaube, da bin ich relativ safe. Hier in der Ecke. Ich glaube, da werden die mich nicht angreifen, die ganzen Gegner. Hoffe ich mal. Das ist sowohl Bowser Jr. als auch die Spikes. Also, ich habe auch schon gelernt. Also, ich habe übrigens mittlerweile in der Kampfarena ein bisschen was nachgeholt. Ein paar Mal den S-Rang nachgeholt bei den Kartonkoloss-Kämpfen und auch bei dem Attackathon. Und ich habe mittlerweile gelernt, dass die Gegner einen hier schon auch wirklich ziemlich heftig angreifen können, während man gerade auflädt. Und auch ansonsten habe ich ein bisschen mehr über die Kartonkoloss-Kämpfe herausgefunden. Also, ich weiß schon ein bisschen besser Bescheid, wie die so funktionieren. Vielleicht muss ich sogar jetzt hier die Spikes benutzen. Und anders kann ich ihn jetzt gar nicht mehr wirklich betäuben, um ihn dann... Ach scheiße, jetzt habe ich zu früh gedrückt. Und anders kann ich ihn dann gar nicht mehr wirklich betäuben, um einen Sprungwurf machen zu können. Das kann sogar sein. Aber ich will mal trotzdem... Oder wichtig... Ja, eigentlich will ich dich nicht killen, weil ich meine, ich brauche den ja offenbar sogar so ein bisschen. Das ist wirklich sehr interessant. Ja, und der wirft jetzt hier immer die Koopa-Panzer. Ich muss da durchkommen zu ihm... Na scheiße. Durchkommen zu ihm und dann den Spike benutzen. Auf ihn schießen, genau. Und dann einen Sprungwurf machen. Okay, das ist also hier die Taktik offenbar, die wir anwenden müssen. Und Stampfattacke. Yeah, sehr schön. Okay, man hat sogar drei verschiedene Phasen jetzt schon, das ist cool. So ein Mist, eigentlich lief doch alles nach Plan. Okay, jetzt ist aber Schluss mit lustig, jetzt packen wir die großen Bomben aus. Eine zauberhafte Idee, sage ich doch, klatsch ab. Die Bomben, die großen Bomben wohlgemerkt? Muss ich jetzt Angst haben? Ich denke mal. Was heißt die großen Bomben? Ich verfolge ihn mal. Okay. Ich habe Geduld, ich warte einfach mal kurz. So groß wird die Explosion nicht sein, nee, die ist sogar ziemlich gering, die Reichweite. Achso, ich muss jetzt einfach über die Bomben hinweg dann wahrscheinlich einen Sprungwurf machen und ihn so treffen. Oder? Nee, das war... Ich steh nicht richtig, verdammt. Kann ich ihn trotzdem treffen? Nee, kann ich nicht, okay. Aber ich glaube, so ungefähr funktioniert das jetzt.
dass ich über die Bomben drüber muss, weil da irgendwie mich so dran vorbeizuschleichen an den Bomben ist mir ein bisschen zu riskant. Oder komme ich daran? Ja, nee, ich komme hier dran vorbei eigentlich. Hier sind nämlich sogar. Und hier bleibt er dann ruhig stehen und macht nichts mehr, der Idiot. Und dann kann ich ihn treffen. Bam! Okay. Sehr schön. Also man kann entweder vorbeilaufen, so wie ich, aber man kann auch bestimmt einfach Peach drüber werfen. Das geht bestimmt auch. Vielleicht ist es sogar so gedacht, keine Ahnung, aber ich komme da auch seitlich dran vorbei. Was irgendwie ein bisschen komisch ist, dass er da so eine Lücke noch lässt, wo ich dran vorbeikommen kann. Und bam! Okay, es reicht noch nicht ganz aus, aber ein weiterer Sprungwurf noch dann haben wir schon. Aber kann ich noch einen Sprungwurf machen überhaupt mit der wenigen Energie? Ich weiß gar nicht, ob das ausreicht. Ich hoffe mal, weil es wäre ansonsten ein bisschen doof, wenn ich jetzt keinen mehr machen könnte. Beeil dich, Peach, schneller. So, und ne, ich kann keinen machen, verdammt. Okay, ich muss nochmal ganz, ganz kurz aufladen. Das ist ja nervig. Aber nur ganz, ganz wenig, wirklich. Also, warte kurz. Ja, das reicht eigentlich schon. Ja, passt schon. Ich geh weg. Okay, ja, jetzt passt sowieso. Gut. Sein letztes Mal nochmal, lieber Bowser Jr. Ich will dich aber schon mit... Also, ich könnte jetzt auch wieder da bestimmt ein paar Mal meinen Sprint machen, weil ich will ihn ganz, ganz episch mit einem Sprungwurf killen. Und stirb! Exzellent! Sehr schön, geschafft! Oh yeah! Cool! Und was kriegen wir alles? Yahoo! Wir kriegen Stapelstiefel, Volltrefferhandschuhe, Ultrapilz und Superbomber. Okay, Stapelstiefel hört sich cool an. Das hat vielleicht was mit den Kopien zu tun. Vielleicht machen wir mehr Schaden, je mehr Kopien wir haben oder so. Das wäre ganz cool, wir schauen mal. Oh, sie haben meinen Kartonkoloss kaputt gemacht! Warum hast du ihn auch so schwächlich konstruiert? Genau dafür hatte ich gewarnt, Euer Hoheit! Dafür können wir uns gerade auch null kaufen. Gehen wir zurück zur Festung. Sehr wohl, Euer Hoheit. Wir dürfen sie nicht entkommen lassen. Hinterher. Okay. Auf jeden Fall schon mal ein cooler Start in den Part. Wie gesagt, ich bin heilfroh, dass ich das nicht mehr im letzten Part noch gemacht habe. Oh. Hier, wo bist du denn hin? Okay, ich darf gar nicht zurück. Okay, das ist sehr interessant. Ich darf nicht zurück. Und hier darf ich auch nicht runterfallen. Ja, ich habe verstanden, Zerstören. Danke. So, bevor ich es vergesse. Ausrüstung. Was haben wir denn Neues bekommen und vor allem, was können die Sachen? Erstmal Paper Mario. Und zwar Stapelstiefel. Erhöht deine Kraft, wenn du über die Maximalanzahl an Kopien verfügst. Oh wow. Das ist richtig episch. Wegen unserem Kopienarmreif auch, weil wir mit dem eh oftmals alle Kopien voll haben. Und er hat auch sowieso schon eine Grundstärke von 54. Und er wird dann nochmal stärker, wenn wir volle Kopienanzahl haben. Deswegen aber sowas von rein damit. Sehr cool. Und dann noch irgendwelche Handschuhe für die anderen beiden haben wir, glaube ich, bekommen. Nämlich die hier, die Volltrefferhandschuhe. Erhöhen Angriff um 30%, solange du keinen Schaden nimmst. Das sind auch sehr gute, finde ich. Das sind sehr gute. Also wenn ich einmal im Kampf Schaden genommen habe, dann ist der Boost komplett weg. Dann bringen die mir gar nichts mehr. Das heißt, in Bosskämpfen sind die nicht so gut, weil ich da schon sehr früh Schaden nehmen werde wahrscheinlich und ein Bosskampf lange dauert. Aber in Einzelkämpfen, wo der Kampf immer wieder neu losgeht, weil ich halt, weil die Kämpfe halt immer sehr kurz sind nur, da sind die sehr gut. Und Angriff plus 24 oder plus 25 bei, Blödsinn, plus 24 bei Mario, das ist schon ziemlich gut. Bei Luigi ist wahrscheinlich weniger, plus 19 nur, ja. Und Paper Mario kann sie eh nicht tragen. Die sind sehr gut, die Dinger. Die mag ich eigentlich immer gerne. Weil die gab es doch schon in Dream Team Bros. Stahlhandschuhe erhöhen halt Verteidigung um 25 und Volltreffer um 24. Nur aber Angriff ist wichtiger. Aber dafür erhöhen die nicht immer den Angriff, sondern nur wenn ich nicht getroffen werde. Also es hat Pro und Kontras, aber ich nehme sie trotzdem. Weil ein so hoher Angriff von Mario ist jetzt schon echt richtig cool. Ich muss halt aufpassen, dass ich nicht mit ihm erwischt werde. Am besten, wenn ich schon weiß, dass mir ein Bosskampf bevorsteht, sollte ich die Dinger auswechseln. Aber das weiß ich natürlich nicht immer. Aber vor allem in der Kampfarena sollte ich dran denken, dass ich, was ist das denn? Vor allem in der Kampfarena sollte ich dran denken, dass ich nicht die Volltrefferhandschuhe benutze, weil ich da wahrscheinlich schon sehr früh getroffen werde von irgendeiner doofen Attacke von dem Boss und dann eben die mir überhaupt nichts mehr bringen. Naja, sehen wir noch. So, was ist das hier? Okay. Du hast ein seltsames Objekt erhalten, das die Bowser Juniors zurückgelassen haben. Okay, eine Art Münze oder sowas mit einem Bowser-Kopf drauf. Dieses Dingsbums kommt mir irgendwie bekannt vor, ich nicht etwa auch? Ich könnte schwören, dass ich es schon mal irgendwo gesehen habe. Ja, echt? Oder meint jetzt Litzerstern nur den Bowser-Kopf oder das ganze Ding? Na, Peach! Das war auf jeden Fall die Prinzessin! Hier entlang! Ja, definitiv. Komm, ist noch ein Bosskampf vielleicht sogar? Ein normaler oder so? Ich glaube, irgendwas Storymäßiges. Ja, ihr könnt auch sehen, das ist jetzt ein Einzelraum, wo wir gerade sind. Und das ist auch diese Festung, wie wir auf dem Touchscreen erkennen können, wo Peach und Papier-Peach gefangen gehalten werden. Also jetzt wird irgendwas Großes wieder passieren, glaube ich. Wir schauen einfach mal. Mario! Oh. Auf geht's! Oh, sie fliehen, natürlich. Ihr Idioten. Ich will mich eigentlich da im Schloss umgucken, so ein bisschen. Nein, Paper Mario! Du hättest dich doch noch umschauen können. Ach man, naja. Und lass mich raten, jetzt kommt irgendwie wieder Papierflieger oder sowas und der rettet sie.
Oder ein Fallschirm, das geht natürlich, aber der arme Luigi hat keinen. Aha, Mario fällt mit Fallschirm schneller als Luigi ohne. Mhm. Und Luigi hält sich an Mario fest. Ach man. Ah, wir kommen da wieder. Ah, das ist eine Abkürzung nach oben offenbar, der Weg da. Okay, ist auch sehr cool. Mit dem Bohrer. Ach, Luigi. Hurra, du steckst immer wieder voller Überraschungen in Papier, Mario. Was zum... Okay. Das ist ja total cool. Lernen Sie jetzt eine neue Fähigkeit? Mario, deine Idee ist schon gar nicht schlecht, aber irgendwie habe ich die Vermutung, dass es so nicht hinhauen wird. Hm. Ich glaube, wir lernen jetzt gleich eine neue Fähigkeit. Papier Mario hatte recht, ihr besitzt beide viele einzigartige Fähigkeiten. Vielleicht könnt Luigi und du euch nicht in einen Papierflieger verwandeln, aber das ist nichts, wofür man sich nicht schämen müsste. Mhm. Für die Papiertricks ist sowieso Papier Mario zuständig. Ihr drei seid ein großartiges Gespann. Das stimmt allerdings. Yeah! Also, dann lass uns mal weiterziehen und Luigi mal bitte aus dem Schnee rausholen. Sie sind schon wieder mit den Prinzessinnen entkommen. Hm. Sehr schön, Luigi. Natürlich müssen wir die Prinzessinnen retten, Luigi. Das versuchen wir doch schon die ganze Zeit. Jawohl, sobald wir sie finden, stampfen wir die beiden Bowser Juniors auf den Kopf. Aber das ist der springende Punkt. Wie sollen wir sie nur finden? Hm. Ja! Oh, stimmt ja. Das haben sie eben gerade erst verloren. Es sieht irgendwie wichtig aus. Und irgendwie kommt mir dieses Symbol bekannt vor. Ja, das Symbol kenne ich auch natürlich. Wo haben wir es denn schon mal gesehen? Ah ja, ja, siehst du mal. Jetzt weiß ich es nämlich nicht. Pilzpalast, Trippeltropen, Zwillichtforst. Haben wir das wirklich schon mal gesehen? Ich kann mich da nicht mehr dran erinnern. Dass wir diese bestimmte Münze oder was auch immer das da ist, schon mal gesehen haben. Jetzt warte mal. Trippeltropen, Zwielichtforst. Ich würde am ehesten einfach Pilzpalast sagen, aber ich hab... Hm, ich weiß nicht. Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Sagen wir mal Pilzpalast. Oh. Im Pilzpalast? Hm, war das vielleicht im Lagerraum oder so? Denn irgendwie sieht das Bild darauf wie Bosses Kon... was? Konterfei aus. Also ist es wohl nichts, was Prinzessin Peach freiwillig aufbewahren würde. Denken wir nochmal ein wenig darüber nach. Ja, es war falsch, okay. Ja, aber... Hatte denn... Bowser... Irgendwie einen Stützpunkt in den... Trippeltropen oder im Zwielichtforst? Bin ich jetzt komplett blöd? Ich habe keine Ahnung. Ich mache mal Trippeltropen. Ah. Das ist die Trippeltropen. Ich erinnere mich ganz genau, es dort gesehen zu haben. Aber hm, wo dort genau? Was meinst du, Luigi? Ich habe keine Ahnung mehr. In den Katakomben. Ah, in den Katakomben. Ah, okay, stimmt. Ja, gut, stimmt. Da war es wahrscheinlich irgendwo. Am Strand im Torthof. Ja, dann in den Katakomben. Stimmt, das gehörte ja auch... Ja, da habe ich jetzt gar nicht mehr dran gedacht. Die Katakomben zählten ja auch zu den Trippeltropen dazu, richtig. Ja, okay. Ja, genau, es waren in den Tiefen der Katakomben. Also gut, zur letzten Frage. Sie richtet sich am Papier, Mario. Wo in den Katakomben war das Symbol zu sehen? In einer Zelle? Roy hielt es in der Hand. Oder auf einer merkwürdigen... Ah, jetzt weiß ich es wieder. Genau, ja, stimmt. Richtig, da war so eine Wand. Genau, ja, genau. Ich kann mich wieder an die Wand erinnern. Stimmt, ja. Ist richtig. Okay. Aber nur noch so ganz, ganz vage. Das ist... Puh. Genau, da war das davor noch drauf. Dieses Tor da. Jawohl, ich glaube, du hast es raus. Vielleicht ist das ja die Lösung, wie man in Bosses Festung einsteigt. Ach so, okay. Und es gibt nur einen Weg, das herauszufinden. Zurück zu den Trippeltropen-Katakomben. Vielleicht ist es so eine Art Schlüssel dann oder sowas. Zu den Trippeltropen müssen wir jetzt zurück. Das ist interessant. Aber erstmal wieder da zurück nach oben. Weil ich gerne jetzt wissen will, ob ich da jetzt wieder zurück nach oben zur Festung komme und mich da umsehen kann. Ach nee, doch nicht. Okay, ich dachte, es wäre eine Abkürzung nach oben. Naja, aber Bohnen sind auch nicht schlecht. Wo bin ich jetzt eigentlich? Ach, jetzt bin ich hier. Ah, okay, da auf der linken Seite waren wir nämlich schon mal. Genau, das ist nämlich der rechte Ausgang von dieser Höhle da, wo wir ganz am Anfang schon waren. Okay. Komme ich jetzt eigentlich hier... Ah, ich komme jetzt zur Wüste erstmal. Ja, okay, alles klar. Ja, gut. Aber erstmal sind ja noch weitere Gegner, nämlich ein Bulli, der auf die Mütze haben will. Und einen Block gleich auch noch, aber erstmal Hallöchen Bulli. So. Und bam. Nur ein Einzelner, ernsthaft? Okay. Kommt so ein Brillock ein noch? Ja, zumindest das. Aber das sind mir trotzdem sogar zu wenige für irgendeine Karte, glaube ich. Oder? Will ich eine... Nee. Ich will, glaube ich, keine benutzen. So. Ich mache mal jetzt einen Hammerangriff auf den Sombrero-Guy, weil ich jetzt mal wissen will, wie viel Schaden Mario damit jetzt machen kann. Das müsste ja schon einiges sein. Bam.
93. Fast 100 mit einem einzigen Standardangriff. Das ist schon heftig. Er hat sich schon rentiert, dieses Ding, glaube ich. So, Paper Mario mit einem Hammerangriff. Der dürfte jetzt auch... Ah, nee, Blödsinn. Ich sollte mit ihm eher Sprünge machen. Das habe ich jetzt vergessen. Aber, ja, obwohl das eigentlich gar nicht mal... Jetzt ist der geflohen. Das ist eigentlich gar nicht mal so ultra, mega, super nützlich, diese Stiefel. Ich meine, sind sie an sich zwar schon, ja. Aber das Problem ist, dass ich mit Paper Mario eigentlich fast lieber den Hammerangriff mache, weil ich halt damit alle Gegner treffen kann. Okay, ich muss mir jetzt angewöhnen, dass ich jetzt in Zukunft vielleicht ein bisschen häufiger mit Paper Mario... Ach Gott, ey. Mit Paper Mario den, den Sprung mache. Und nicht den Hammerangriff, weil der Sprung von ihm viel, viel stärker ist. Also vor allem, wenn wir halt 8 Kopien haben. Aber auch wenn wir nicht 8 Kopien haben, ist der Sprung trotzdem noch stärker. Und wenn wir 8 Kopien haben, erst recht. Deswegen, ja, ich soll jetzt in Zukunft eher mit Paper Mario Sprünge machen. Aber ich meine, wenn ich jetzt gegen viele einzelne Gegner kämpfe, gegen wirklich viele, ganz, ganz viele, dann ist ein Hammerangriff wahrscheinlich trotzdem noch besser. Aber muss ich dann halt immer entsprechend abwägen, was jetzt die klügere Entscheidung ist. So. Wo sind wir jetzt in der Wüste? Wahrscheinlich da, genau da oben, bei einem Lakitu Infozentrum nehme ich auch, okay. Und wahrscheinlich kann ich ja gleich eine Abkürzung aktivieren. Ah, ne, okay. Spiegelbildberg, Ebenbildebene. Ich kann ja keine Abkürzung aktivieren, aber hier ist quasi schon eine, wo ich mit dem Bohrer einfach wieder hochkomme. Okay, alles klar. Seid ihr unterwegs in die Trippeltruppen? Falls ja, könnt ihr auch einfach hier runterspringen. Danach geht's immer geradeaus. Viel Glück! Nur keine Angst, wir sind zwar echt weit oben, aber irgendwie werdet ihr den Sprung schon schaffen. Ja, es gibt zum Glück in Mario und Luigi keinen Fallschaden. Das wäre ansonsten doof. Also, wo waren denn die nochmal? Hier. Okay, also ganz nach rechts unten. So, ich will jetzt erstmal ins Lakitu Infozentrum reingehen und gucken, ob wir noch irgendwie etwas nebenquestmäßig machen können. Können wir bei dir wahrscheinlich nicht? Nein. Ja, ja. Oder warte mal, was hat er gesagt? Moment, nochmal. Ihr reist in die Trippeltruppen, der perfekte Ort für einen Urlaub. Sie liegen. Achso, ja, okay. Nichts Besonderes. Ich glaube, bei dir gibt es auch keine neuen, aber ich schaue trotzdem mal schnell. Ach doch, gibt es. Ah, nee, oder warte mal, haben wir da einfach noch gar nicht alle gemacht? Als wir damals noch... Ah doch, eigentlich schon, oder? Ja, es gibt auf jeden Fall neue. Also eine neue zumindest. Was sind das? Papiertortascherei. Greift ihr alle Papiertorts und liefere sie sicher bei Lakitu ab. Habe ich die nicht schon gemacht oder habe ich die einfach vergessen bisher zu machen? Keine Ahnung. Auf jeden Fall machen wir die jetzt noch schnell. Können wir eigentlich schnell machen. Ja, doch. Genau. Okay, ohne auch nur einmal getroffen zu werden, ist die Aufgabe, ja. Das war das, wo die fast gefressen werden von den Sandolmviechern da, wo ich aufpassen muss. Und dann muss ich sie in einer langen Schlange bei Lakitu abgeben. Okay, wie viel sind es denn? 10. Aber ich weiß nicht, also entweder vielleicht sind die Sandolme einfach nerviger oder wie ein bisschen... Wie war das nochmal, wenn ich mit irgendeinem springe, dann springt auch der Toad, okay. Und die können nur... Oh. Hm. Ja. Die Sandolme sind ein bisschen fieser, weil davor haben die und dann zugebissen. Und jetzt machen die zugebissen. Ja, da, das ist nicht so easy. Ich muss also am besten, wenn einer herkommt, sofort springen, weil ansonsten dann der Tod gefressen wird. Ja, das ist etwas fies. Aber okay. Oh Gott, das war fast zu früh sogar. Ja, das ist schwierig. Das ist sehr schwierig. Also da muss ich jetzt echt gut aufpassen auf die Viecher. Das Problem ist halt, dass ich denen nicht ausweichen kann. Oftmals, also die müssen einfach manchmal fressen. Aber ich muss halt dann im richtigen Moment trotzdem eben springen und denen ausweichen. Also so ein paar kann ich schon entgehen. Dem da zum Beispiel, ja auch nicht, aber so halb. Okay, ist aber auch so. Komm halt jetzt her, du Idiot. Ist aber auch so, wenn der angerannt kommt und einen von meinen Toads fressen will, dann kann ich manchmal sogar einfach weglaufen und der checkt es dann auch nicht und bekommt mich dann nicht. Okay, ist auch ganz nützlich. So, jetzt haben wir schon 6 von denen. Oh Gott. Ja, okay, jetzt... Nein, hör doch auf, da will der mich zweimal fressen, spinnt der? Okay. Ja, und kann ich... Rennen darf ich ja nicht, ne? Oder? Ah doch, ich darf rennen. Ach so, okay. Ah, das ist ja nützlich. Ach so, okay, dann kann ich da ein bisschen... Okay, dann werde ich jetzt wahrscheinlich viel... Ja, obwohl, ich weiß nicht. Beim Rennen bin ich halt ein bisschen unkontrollierter. Deswegen könnten mir da auch eher Fehler passieren, aber ich kann halt auch den Sandolm leichter entgehen. Ich weiß nicht, ob ich das machen will. Ich probiere es jetzt einfach mal schnell. Ob es eine gute Idee ist. Nein, ist keine gute Idee. Okay, ich glaube, ich sollte das Rennen... Also vielleicht ist das Rennen doch irgendwie besser, keine Ahnung. Aber mich bringt das irgendwie ein bisschen zu sehr durcheinander. Deswegen, ich werde, glaube ich, dann doch nicht rennen, weil... Die ersten 6, 7 oder wie viele das waren, haben ja auch so funktioniert. Und dann, kaum fange ich an mit dem Rennen, klappt schon nicht mehr. Deswegen, ich glaube, ich lasse es eher und gehe lieber ganz normal hier durch. Okay, ja, das ist wirklich schon tricky auf jeden Fall. Ich meine, ist ja auch nicht umsonst die schwierige Variante. Aber oftmals sind die schwierigen Varianten jetzt eigentlich auch immer noch relativ gut machbar, finde ich. Aber das hier ist jetzt schon... etwas tricky. Also vielleicht, die hier sollte ich vielleicht schon mit Rennen bekommen. Weil der hier ja ein bisschen schneller ist und ein bisschen arg von mir abhaut immer. Und der hier zum Beispiel auch. Da kann ich die nämlich einfacher bekommen. Ja, ich glaube, dafür ist es schon sinnvoll zu rennen. Aber ansonsten lasse ich das, glaube ich, eher. Weil ich halt ansonsten zu unsicher mich fühle.
Ach shit, okay, der hat mich nicht bemerkt, der obere, aber der da volle Kanne genau drüber gelaufen, aber ich habe zum Glück ausweichen können. So, und bei dir, ah, das, den habe ich sogar auch noch vergessen, okay, zum Glück bin ich hier nochmal, habe ich hier nochmal mich ein bisschen gründlich umgesehen. Und der bemerkt mich nicht, sehr gut, okay. Das soll man natürlich schon auch versuchen, immer möglichst irgendwie an den Rändern hier entlang zu gehen, dass die ganzen Sandolme einen, wenn es geht, nicht entdecken. So, Hallöchen. Ja, an dir komme ich, glaube ich, nicht mehr wirklich vorbei. Nee. Der frisst mich gleich. Ah, nee. Hat er nicht. Das ist interessant. Warum hat der jetzt mich nicht gefressen? Keine Ahnung. Ich muss hier jetzt eh noch ganz nach rechts wieder durch. Ja, jetzt aber gleich. Oh, war das knapp. Ich hätte fast zu spät gemacht. Komm her. Nein, Hilfe! Hm? Okay. Jetzt wieder zurück. Einfach zurück. Einfach zurück, Leute. Oh Gott. Oh Gott! Nein! Ja! Habt ihr das gesehen? Das ist... Habt ihr das gesehen? Da konnte ich jetzt gar nichts dagegen machen. Der eine wollte mich erst fressen und dann dem bin ich noch ausgewichen und während ich wieder am Landen war, hat mich der andere schon gefressen. Da konnte ich jetzt gar nichts dagegen machen. Oh, wie fies ist das denn? Mann. Okay, ich muss auf jeden Fall... Ja, vielleicht soll ich zuerst nach oben gehen, weil oben schwieriger ist, irgendwie. Okay, ich muss auf jeden Fall darauf... Ja, gut, aber ich glaube, das lag nur an der langen Schlange, ehrlich gesagt. Ich muss auf jeden Fall... Ich werde jetzt nochmal wieder rennen, weil es schneller geht auch. Vielleicht ist es doch besser und ich war einfach nur gerade eben blöd. Ja, eigentlich ist Rennen doch besser. Weil dann kann ich nämlich denen viel einfacher entgehen. Ja, okay. Ich muss halt trotzdem natürlich schon sehr, sehr stark darauf achten, dass nicht zwei gleichzeitig meine Schlange wegfressen wollen. Weil dann habe ich fast schon verloren, wie wir gerade eben gesehen haben. Weil dann an denen noch ausweichen zu können, ist sehr, sehr schwierig. Und deswegen, das sollte auf jeden Fall nicht mehr passieren. Aber ja, doch, Rennen ist wahrscheinlich dennoch die... Also, ja, also doch die klügere Wahl. Entgegen dem, was ich vorhin gesagt habe. Weil, ja doch, Rennen... Oh Gott, Rennen ist schon besser. Es ist vielleicht schon noch ein bisschen riskant, aber spart auch Zeit, weil es halt auch viel schneller geht. So, ja, hier unten sind nämlich niemals zwei beisammen, deswegen ist oben tatsächlich schwieriger, der Weg. Oh Gott, es wäre jetzt auch fast zu früh gesprungen, aber es passt. Und wir sind da, okay. Gut gemacht, yay! Auch das geschafft. Gab's bei 33 eine Belohnung eigentlich nicht, oder? Weil ich glaube, die erste gab's bei 23 oder 20 oder sowas und dann geht's ja immer in Dreier-Schritten hoch. Deswegen dürfte es eigentlich dann erst wieder bei 35 etwas geben, wenn mich nicht alles täuscht. Aber es gibt auch nichts. Okay, gut. So. Jetzt ist übrigens eine Sache, die ich mich frage. Und zwar, wie wir jetzt überhaupt weitermachen sollen. Ich meine, rein storymäßig geht's natürlich jetzt hier weiter. In den Trippeltropen und da in den Katakomben. Aber ich frage mich, ob wir jetzt vielleicht nicht doch sehr viele Sachen nachholen sollten. Eben weil wir jetzt eine der wichtigsten Fähigkeiten im Spiel haben, nämlich diese hier. Und das Problem ist ja, dass ich... Oder was ist das Problem? Die Sache ist ja die, dass ich 100% spiele. Und dass uns halt noch... Das können wir ja hier bei der Sammlung sehen. Dass uns halt, was Bohnen angeht, wir hier in der Ebenbildebene... Und auch in den Doppelmoppeldünen und auch im Zwielichtforst noch über und auch in den Trippeltropen noch gar keine gefunden habe. Und übrigens auf dem Spiegelbildberg fehlen uns auch immer noch einige. Und da frage ich mich jetzt, soll ich jetzt dann damit anfangen, die alle nachzuholen? Das würde halt bedeuten, dass wir jetzt die nächsten wahrscheinlich 4-5 Parts oder sowas nur Bohnen nachholen und auch ansonsten noch Nebenquests machen oder so. Ich hoffe, dass euch das nicht zu langweilig ist, aber ich finde, es macht jetzt einigermaßen Sinn, das jetzt nachzuholen, wenn wir jetzt die Fähigkeit bekommen haben, dass wir auch schön stark werden, weil Bohnen bedeuten ja auch mehr Stärke. Und auch ansonsten Itemfelder müssen wir halt auch noch tausende nachholen. Okay, da gibt es auch nicht viele immer pro Gebiet, aber trotzdem. Müssen wir auch noch einige nachholen. Wir kommen bestimmt auch an neue Blöcke ran und können neue Papiertortmissionen immer machen. Obwohl, nee, gar nicht mehr unbedingt, weil wir haben eigentlich schon überall alle. Okay, wir haben überall in allen Gebieten, wo wir schon waren, haben wir schon alle. Das ist ganz cool sogar, okay. Auf jeden Fall, ich glaube, es wäre keine verkehrte Idee, wenn wir jetzt dann damit anfangen würden. Deswegen ist jetzt die nächsten Parts dann erstmal nur Nachhol- und Nebenquest-Zeugs gibt. Und erst dann in vielleicht so 5-6 Parts oder so, wenn wir das alles gemacht haben, erst dann werden wir zu den Trippeltropen gehen und dann eben auch zu den Katakomben und dann vielleicht schon zu Bosses Festung oder sowas mal gucken. Aber erstmal wird jetzt einiges nachgeholt. Ich hoffe, das ist okay für euch, aber wie gesagt, muss halt sein bei 100%. Und so unspannend wird es ja auch nicht, weil wir werden ja hier einiges Neues erkunden dürfen in den alten Gebieten, wo wir schon mal waren. Ich werde auf jeden Fall nicht mehr gegen die ganzen Gegner kämpfen, nein. Wie gesagt, ich kämpfe nur gegen jeden Gegner immer einmal, wenn er irgendwo auftaucht. Aber haben wir ja hier schon überall, deswegen... die werde ich einfach dann auslassen, die ganzen Gegner, und halt nur mich auf die Bohnen konzentrieren. Ich meine, die Doppelmoppeldünen haben auch gar nicht mal so viele Räume, ehrlich gesagt. Also, so lange dürfte es eigentlich gar nicht dauern, bis wir da alles nachgeholt haben. Aber ich glaube, damit fangen wir da beim nächsten Mal so ein bisschen an. Okay, Leute. Dann würde ich aber sagen, war es das für diesen Part von Let's Play Mario und Luigi Paper Jam Bros. Ich hoffe natürlich, dass es euch gefallen hat. Wenn ja, könnt ihr auch noch gerne einen Daumen hoch geben oder auch einen Kommentar schreiben. Und wenn es euch ganz gefallen hat, vielleicht auch meinen Kanal abonnieren. Und dann hoffentlich beim nächsten Mal wieder einschalten, wenn es hier in den Doppelmoppeldünen weitergeht, wie gesagt, mit dem ganzen Nachholzeug. Und dann in einigen späteren Parts dann auch wieder mit der Story, ne? Gut. Also dann, Leute, bis zum nächsten Mal. Ciao.